Herzlich willkommen bei der FPÖ-TV-Analyse. FPÖ-Obmann H.C. Strache diskutierte gestern mit dem amtierenden Bundeskanzler Werner Faymann von der SPÖ bei der ORF-Wahlkonfrontation. Faymann steht vor der Bilanz der letzten 5 Jahre seiner Kanzlerschaft. Und da haben sich zahlreiche Vorwürfe des Versagens angesammelt. Vieles ist zulasten der Österreicher gegangen. Strache konfrontierte den Kanzler damit. Das lang erwartete Kanzlerduell ging also gestern im Rahmen der ORF-Wahlkonfrontationen über die Bühne. H.C. Strache nahm sich den amtierenden Bundeskanzler Faymann regelrecht vor und konfrontierte ihn mit der Bilanz seiner vergangenen 5 Regierungsjahre. Diesem blieb streckenweise aber nichts anderes übrig, als sich in nicht nachvollziehbares Selbstlob zu flüchten oder Fakten einfach zu ignorieren. Sein sozialpolitisches und wirtschaftliches Versagen ist aber nicht zu leugnen. Zum einen hat er zu Recht ein schlechtes Gewissen. Er hat versagt in den letzten Jahren, er hat Unterlassungen gelebt, er hat keine sozialpolitische Verantwortung gelebt, im Gegenteil, die Menschen hatten Belastungen und einen Stichlassen erlebt in vielen Bereichen. Auch wenn die Reaktionen zahlreicher Medien wenig überraschend von einem überzeugenderen Bundeskanzler Faymann sprachen, konnte sich jeder Zuseher über die gesamte Strecke des Duells vom Gegenteil ein Bild machen. Eine sehr hohe, seichte Stimme, die zu seiner Politik auch zum Teil passt, wo er dann versucht hat, mit Lautstärke das zu übertönen und in Wahrheit seine Nervosität aufgezeigt hat. Strache konnte souverän und mit ausreichend vorhandenen Fakten aufzeigen, dass unter Faymanns Kanzlerschaft in den letzten 5 Jahren die Österreicher die Verlierer waren. Heute war für viele sichtbar ein direktes Kanzlerduell und das war heute ein Kanzlerduell im wahrsten Sinne des Wortes. Den Spindlecker ist längst abgemeldet. Der direkte Vergleich, glaube ich, macht die Menschen sicher, wer für sie wirklich eintritt und für sie was durchsetzen und umsetzen will und wer in den letzten Jahren die Chance dazu gehabt hat und das nicht gelebt hat. Selbst mit dem erst kürzlich aus dem Hut gezauberten Steuerentlastungsprogramm der SPÖ konnte der Kanzler nicht überzeugen. Zu durchschaubar sind diese Ansagen für die Österreicher. Das ist alles nicht mehr glaubwürdig. Nur seit Jahren erleben wir genau das Gegenteil und dann dürfte offenbar der Druck so groß sein, weil man merkt, dass die Wähler der SPÖ davonlaufen in Scharen und glaubt jetzt mit solchen unglaubwürdigen Versprechungen irgendwie punkten zu können. Denn die SPÖ und Faymann haben immer viel versprochen und dann diese Versprechen auch gebrochen. Und das erleben wir in vielen Bereichen. Und ich habe bewusst gesagt, wenn bei Faymann etwas hält, dann ist es seine Frisur. Aber bis dato hat kein einziges Versprechen gehalten. Er ist nicht mehr glaubwürdig und er ist in Wahrheit gehört er weg als Kanzler und sollte abdanken. Den interessanten Höhepunkt des Duells machte allerdings Faymanns hysterische Reaktion auf von Strache präsentierte türkischsprachige Plakate der SPÖ aus. Er hatte sich schlicht nicht mehr im Griff. Das zeigt, dass das genau der Treffer war, denn die SPÖ plakatiert auf Türkisch, zeigt, dass man keine Integration lebt, dass man sich anbietet bei einer Gruppe. Ich meine, das muss doch dem letzten Bürger in Österreich auffallen, dass die SPÖ nichts mehr mit ihren Kernbereichen zu tun hat und hier eine Politik lebt, wo sie eigentlich längst abgewirtschaftet hat. Am 29. September jedenfalls werden die Wähler ihre Bewertung der Dinge abgeben und haben die Möglichkeit, einen Kanzler zu wählen, der für die Österreicher da ist. Ich begrüße bei mir im Studio Wahlkampfleiter Herbert Kickl, der mit mir jetzt eine gemeinsame Analyse des gestrigen Abends durchführen wird. Grüß Gott. Herr Kickl, der Bundeskanzler schien die von Strache aufgezeigten Entwicklungen schlichtweg zu ignorieren. Dazu gehört auch die Entwicklung der Reallöhne der vergangenen Jahre und die Tatsache, dass weit über 1 Million Menschen in unserem Land, darunter Arbeitnehmer, aber auch Pensionisten, mit einem stark gestiegenen Armutsrisiko konfrontiert sind. Wie sieht es nach 5 Jahren rot-schwarzer Regierung wirklich aus? Ja, diese Tatsachen sind nicht zu leugnen, auch wenn es der Bundeskanzler gern täte. Die aufgezeigten Entwicklungen sind keine Erfindungen der Freiheitlichen Partei, sondern der Bundespartei. Obmann hat sich dabei auf seriöse Quellen bezogen. Zum einen hat er den Sozialbericht des Jahres 2011, 2012 zitiert und dort kommt zum Ausdruck, dass 1,4 Millionen Menschen in Österreich armutsgefährdet sind. Und die zweite Quelle, die zu nennen ist, ist der Rechnungshof und die Statistik Austria. Und dort werden in entsprechenden Studien massive Reallohnverluste im Vergleich zum Jahr 1998 nachgewiesen. Der große Aufreger waren die türkischsprachigen Plakate der SPÖ, die H.C. Strache in der Sendung hergezeigt hat. Der Bundeskanzler stellt es in Abrede. Fakt ist jedoch, dass sie existieren. Wie erklären Sie sich die Reaktion Faymanns? Der Bundeskanzler ist ja auch SPÖ-Vorsitzender und ich glaube, er weiß ganz genau, dass Plakate in türkischer Sprache bei den eigenen Wählerinnen und Wählern und auch bei seinen sozialistischen Funktionären überhaupt nicht gut ankommen.
Denn auch dort wird die freiheitliche Position vertreten, dass man nämlich sagt, wenn jemand die Staatsbürgerschaft hat und damit das Wahlrecht erwirbt, dann soll aber auch die Staatssprache Deutsch beherrschen. Und es ist völlig unnotwendig, in türkischer Sprache Plakate zu affischieren. Das ist ja geradezu ein Beitrag zur Integrationsverhinderung. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Herbert Kickl für diese Analyse und bei Ihnen fürs Zusehen. Auf Wiedersehen.